Auf den Feldern sprießt es. Das hat zu tun mit der Arbeit von Landwirten und Gärtnern, die jetzt schon dabei sind, zu säen, anzupflanzen, aber auch Ernten wie die Spargelernte vorzubereiten. In der Vergangenheit hatten dabei stets geholfen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den benachbarten Staaten. Diese werden jetzt erst einmal nicht zur Verfügung stehen, denn es ist ein Einreisestopp ausgesprochen worden. Dieser wird aufgehoben, sobald sich die Corona-Auswirkungen beruhigt haben sollten. Jetzt heißt es für die Landwirte und Gärtner, woher bekommen wir weitere Kräfte, die uns helfen? Dafür haben wir auf Bundesebene eingerichtet die Plattform Land hilft. Dort können sich Interessierte eintragen, das heißt diejenigen, die ohnehin etwas für Landwirtschaft überhaben, aber auch diejenigen, die in Kurzarbeit sind oder einen Job suchen. Sie werden dann vermittelt zu Betrieben. Darüber hinaus haben wir in den letzten Tagen dafür gesorgt, dass bestimmte Regeln geändert worden sind. Dazu gehört, dass bestimmte Firmen den Betrieben auf dem Land auch Mitarbeiter zur Verfügung stellen dürfen. Dazu gehört, dass Kurzarbeitergeld nicht angerechnet wird, jedenfalls bis zur Höhe des Nettoeinkommens. Dazu gehören aber auch Erleichterungen im Bereich der kurzfristigen Beschäftigung. Das alles findet ihr auf unserer Internetseite entsprechend dargestellt. Ich selbst werde übrigens auch dann in die Ernte gehen bei meinem Bruder. Er hat einen Spargelbetrieb, danach kommen die Erdbeeren. Ich tue das nicht nur aus familiärer Verbundenheit, sondern weil ich weiß, dass Obst und Gemüse aus Deutschland das Beste ist, was man für sich tun kann. Für seine Gesundheit, für Vitamine, für Spurenwerte, am Ende für uns alle.